Sollen wir direkt mal wieder mit einem Real Talk reinstarten in das Video? Also heute, ich kann euch erzählen, meine Freunde, ich kann euch erzählen, ich habe heute Streit mit einem Nachbar gehabt. Ich hatte heute Streit mit einem Nachbar. Die Story kann ich euch erzählen. Also lehnt euch jetzt zurück, jetzt mal hier wieder Storytime mit Papa Crimex. Ihr müsst euch vorstellen, meine Freunde, heute hatte ich tatsächlich das erste Mal Streit mit einem Nachbar hier bei mir in der Gegend. Ihr wisst ja alle selbst, ich bin jetzt letzten November bin ich ja umgezogen hier in mein neues Haus. Ich bin eigentlich auch sehr zufrieden hier mit der Gegend und meine direkten Nachbarn um mich rum, mit denen bin ich auch allen cool, mit denen verstehe ich mich gut, so wie das auch sein muss. Aber es gibt hier einen Nachbar, ich wusste auch gar nicht, dass er existiert bis heute. Der wohnt so mäßig in einer Parallelstraße von mir. Also jetzt nicht direkter Nachbar neben mir, sondern so ein paar Häuser weiter. Also ich sag euch, wie es ist, das könnt ihr euch nicht ausdenken, was heute passiert ist. Ihr müsst euch vorstellen, wer mir auf Instagram folgt, hat es gesehen. Ich war heute Morgen, so heute Vormittag im Fitnessstudio gewesen. Bei mir im Fitnessstudio ist wieder auf, sehr nice. Dann komme ich nach Hause vom Training und ich fahre hier immer so eine Art, ihr müsst euch vorstellen, hier ist, wie beschreibe ich das am besten, hier in dem Wohngebiet, wo ich wohne, wenn man aus der Richtung von meinem Fitnessstudio kommt, also aus der Einrichtung von der Autobahn, sage ich mal, dann kann man hier quasi so eine Art kleinen Feldweg fahren, um bei mir in das Wohngebiet reinzukommen. Und der Feldweg, jeder fährt den. Also das ist auch wirklich, also ist jetzt nicht so ein, der Weg ist nicht aus Erde, sondern auch so asphaltiert, aber halt so ein, wie so eine Art kleiner Weg so mäßig. Und das ist halt viel kürzer, so ein auf den, weißt du? Und das ist so ein, ich würde sagen, 500 Meter langer Feldweg. So. Also, ich komme bei mir in das Wohngebiet reingefahren und bin über diesen Feldweg gefahren. Und dann kann ich quasi so an der Kreuzung biege ich dann ab und dann bin ich bei mir hier so in der Straße, in dem Wohngebiet drin. Und ein anderer, der Nachbar, wie sich dann rausstellen sollte, wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und ich sehe so, wenn ich, als ich abbiegen wollte, aus der anderen Richtung von vorne, wollte auch hier rein abbiegen, war so ein kleiner Smart. So ein silberner Smart war das. So, okay, dann ich biege ab, er biegt auch ab und er fährt mir aber schon hinterher in meine Straße rein, dieser Nachbar, ne? Also wusste ich zu dem Zeitpunkt ja nicht. Dann, dann mache ich bei mir so, drück auf die Fernbedienung, mein Tor geht auf, ne? Ihr wisst ja, ich habe so ein Tor, damit hier nicht irgendwelche Kelps rumlaufen auf meinem Grundstück. Und dann macht der Typ schon in seinem Smart, macht schon so die Fensterscheibe runter. Und ich dachte zu dem Zeitpunkt, der will nur fragen, wo der Weg lang geht. Ne, und der war so circa 60, der war so ein bisschen älter. Ich fahre trotzdem bei mir erstmal so die Einfahrt rein, ne, erstmal so Auto abgestellt, geparkt, habe das Tor noch nicht zugemacht und bin erstmal rausgelaufen zu dem Typen, weil ich mir so dachte, yo, was willst du so? Dann laufe ich so zu dem Typ hin, meint so, yo, was geht, wie kann ich ihnen helfen? So ganz normal, so auf entspannt, freundlich, so. Und dann, jetzt fängt's an, Leute. Das war jetzt nur die Vorgeschichte, das musstet ihr verstehen davon. Jetzt fängt's an. Da habe ich mich schon wieder so aufgeregt vorhin. Und zwar kommt dann dieser alte Typ, quatscht mich von der Seite voll. Er wollte natürlich nicht nur fragen. Ich war mit dem Range Rover unterwegs. Er wollte natürlich nicht nur fragen, wo der Weg lang geht. Der alte Mann quatscht mich von der Seite voll, sagt, ey, das ist ein landwirtschaftlicher Weg, wo ich gefahren bin davor. Ich so, ja und? Also, so jeder fährt den Weg doch hier, ne? Also Real Talk, jeder aus meinem Wohngebiet fährt diesen Weg, weil es einfach viel kürzer ist, wenn man in die eine Richtung muss. Und ich so, ja, okay, ist ein landwirtschaftlicher Weg. Ja, und jetzt? Dann sagt er so, ja, das ist verboten und ich werde das zur Anzeige bringen. Und ich so, okay, sind Sie hier, sind, ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass er ein Nachbar von mir ist. Und ich so, okay, sind Sie Bauer, sind das hier Ihre Felder, störe ich Sie, oder sind Sie vom Ordnungsamt oder was ist gerade das Problem so? Und jetzt passt auf, er sagt, nee, ihn stört das einfach. Also er hat damit gar nichts zu tun. Dann zeigt er mir, wo er wohnt und er wohnt so mäßig, nochmal, er wohnt eigentlich 70 Meter, circa Luftlinie 70 bis 100 Meter, wohnt er entfernt von diesem Feldweg, weil neben dem Feldweg sind quasi nochmal freie Baugrundstücke, dann kommt nochmal eine Straße und dann kommt erst sein Wohnhaus. Also er wohnt in so einem Mehrfamilienhaus mit so Wohnungen. Also das sind mindestens 70 Meter dazwischen und ich fahre da ja auch nicht schnell entlang, so ganz, also so ganz auf entspannt, so mit 30 km/h fahre ich da immer entlang, weil da sind auch oft Fahrradfahrer und so. So, und ihm ging es auch gar nicht darum, dass ich irgendwie schnell oder so entlang fahre. Ihn hat es einfach gestört, dass ich diesen Feldweg entlang fahre. Und dann meinte ich so zu ihm so, ja, aber also was geht Sie das denn an? Sind Sie vom Ordnungsamt? Sind Sie hier Bauer? Sind das hier Ihre Felder? Ist das ein Privatweg? Oder warum stört Sie das, wenn ich hier diesen Feldweg fahre? Was juckt Sie das denn? Und jetzt passt auf, dann sagt er so einfach zu mir, er sagte, es ist ein Ärgernis für ihn. Und er will das zur Anzeige bringen, weil ich einen Feldweg entlang fahre. Weil ich mit meinem Auto einen Feldweg entlang fahre, sagt er mir, es ist ein Ärgernis für ihn und er will das zur Anzeige bringen. Dann meinte ich einfach nur so zu ihm,
viel Erfolg mit der Anzeige und verpiss dich jetzt hier von meinem Haus. Also ganz ehrlich, da war es schon wieder. Leute, ihr müsst euch mal. Ich weiß nicht, ob ihr gerade zu mir ganz folgen könnt, ob ihr das gerade checkt. Der Typ, der sitzt in seiner Wohnung und hat nichts Besseres zu tun mit seinem Scheißleben, als sich zu denken, da fährt jemand über einen Feldweg, ich will ihn anzeigen. Überlegt euch das mal. Und es ist ja nicht so, schau mal, ich würde es ja verstehen, hätte der Typ mir zum Beispiel gesagt, ey, du fährst zu schnell den Weg entlang, da sind Fahrradfahrer. Das wäre so ein Grund, ich könnte es verstehen. Aber wie gesagt, ich fahre ja nicht da schnell entlang, weil ich das weiß. Nee, also ihm geht es wirklich nur darum, dass ich da mit meinem Auto über diese 500 Meter Feldweg rolle, weil ich dann schneller bei mir zu Hause bin. Wäre er ein Bauer da und sagt, ey, mit meinen Traktoren, die fahren da raus, du blockierst das hier, fahr da bitte nicht mehr entlang. Von mir aus wäre er sogar vom Ordnungsamt und würde sagen, ey, das ist mein Job, fahr da nicht mehr entlang, sonst muss ich dir eine Strafzettel geben oder so. Aber nein, der Typ, der sitzt in seiner fucking Wohnung und fühlt sich davon belästigt, weil ich über einen Feldweg fahre. Ey Leute, das könnt ihr euch nicht ausdenken. Das könnt ihr euch nicht ausdenken. Und so eine Scheiße muss ich mir dann anhören. Und wisst ihr, was ich mir dann einfach wiederum denke? Ist jetzt auf gar nicht abgehoben, aber der Typ ist irgendwie, keine Ahnung, alt, 60 Jahre oder so. Und dachte sich gerade so, er kann mich von der Seite vollquatschen. Er dachte sich einfach, er kann mir Ansagen drücken von der Seite. Und wisst ihr was? Ich werde jetzt noch 10-mal öfter diesen Feldweg entlangfahren. Vielleicht werde ich mir nach dem Stream aus Langeweile einfach nochmal den Feldweg entlangfahren. Und vielleicht werde ich ihm aus dem Fenster noch zuwinken. Bro, und selbst wenn ich jedes Mal... Vor allem, was will er da anzeigen? Was will er da anzeigen, Digga? Weil ich über einen Feldweg fahre, da kriegt man... Digga, selbst wenn da ein Ordnungsamt oder so wäre, was würden die denn machen? Strafzettel geben? Das ist ja wie falsch parken. Er macht so, als hätte ich da irgendwie jemanden ausgeraubt, weil ich über einen Feldweg gefahren bin und ich kein landwirtschaftliches Fahrzeug habe. Hä? Bro, das ist doch wie Falschparken. Bro, selbst wenn ich jedes Mal 35 Euro Strafzettel bekomme, ich fahre noch 10-mal öfter den Weg entlang. Bro, mir ist das Geld scheißegal. Selbst wenn es mich im Monat 10.000 Euro kostet, jedes Mal, wenn ich den Weg entlang fahre, ich fahre den Weg noch 10-mal mehr entlang. Digga, so ein kleiner Hund quatscht mich von der Seite voll. Vor allem, das Ding ist, warum ich mich so aufrege, ich kann das jetzt schlecht wieder so euch sagen, aber der Typ wurde so richtig frech, wie so ein Lehrermäßig hat er mit mir geredet. Er meint, er wurde irgendwann so richtig sauer, weil ich habe so ganz ruhig mit ihm geredet, meinte so, warum stört sie das denn, was ist denn los, so, sind sie davon betroffen, bla bla bla, so ganz normal geredet und er so, ich diskutiere nicht weiter mit ihnen, ich werde das zur Anzeige bringen, bla, bla, bla. Digga, alter Mann, verpiss dich aus meinem Horizont, Alter. Wirklich, Leute, das könnt ihr euch nicht ausdenken. Der Typ sitzt bei sich zu Hause, hat nichts mit diesem Feldweg zu tun und regt sich einfach darüber auf, wenn Leute diesen Weg entlangfahren. Das kann man sich nicht ausdenken. Es ist wirklich zu krass. Wie traurig muss sein scheiß erbärmliches Leben sein, dass er nichts Besseres zu tun hat, als sich darüber, dass das ein Ärgernis für ihn ist. Das ist ein Ärgernis für ihn, wie er gesagt hat. Boah, also das ist wirklich... Das kann man sich echt nicht ausdenken. Es ist wirklich schlimm. Die Menschen haben wirklich nichts selbst zu tun. Also ich sag euch, wie es ist, Leute. Zurzeit ist es wirklich... bei mir ist es zurzeit wirklich wieder ganz schlimm. Wirklich jetzt auf No abgehoben. Ich stehe in der Öffentlichkeit. Viele Leute kennen mich. Es ist bekannt, dass bei mir gut läuft. Mashallah. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und dann haben die Leute wirklich nichts Besseres zu tun, als einem ans Bein zu pissen. Wenn irgendjemand das sehen sollte... der vielleicht hier bei mir in der Umgebung wohnt oder der mich vielleicht auch nur privat kennt oder generell an jeden, kümmert euch doch bitte um euer eigenes Leben. Macht selbst irgendwas, aber geht nicht anderen Leuten auf den Sack, nur weil ihr mit eurem Scheißleben unzufrieden seid. Ich finde das schade, weil ich sage euch, wie es ist, Leute. Guck mal, ich bin so jemand und die Leute, die mich hier vielleicht auch aus meiner Ortschaft hier kommen oder vielleicht auch meine direkten Nachbarn oder so, die wissen, ey, ich mache doch nur mein Ding. Ich tue doch keinem weh. Ich bin doch nur ein Junge, der zu Hause sitzt, seine Videos und Streams macht. Ich mach doch einfach nur mein Ding. Warum gibt es so viele Menschen, die mir jeden Tag ans Bein pissen wollen? Habt ihr nichts Besseres mit eurem Scheißleben zu tun? Versteht ihr, wie ich meine? Ich tue doch niemandem weh. Ich zahle mehr Steuern, als die in 10 Jahren verdienen, jedes Jahr. Ich mach nichts Illegales. Ich mach nur mein Ding so. Warum muss man sich davon so... oder warum fühlen sich so viele Menschen davon getriggert, wenn es bei einem gut läuft? Der Typ sieht mich wahrscheinlich mit meinem Lambo und mit meinem Rangy da diesen Feldweg entlangfahren und der Typ kackt darauf ab. Der kackt einfach ab darauf. Das ist für den Typ der innere Tod. Der stirbt innerlich, weil er sieht, dass es mir gut geht. Statt selbst irgendwas zu reißen. Dieser Neid in Deutschland, es ist so, so schlimm. Ich finde das so schade.
Würde ich irgendwas machen? Würde ich irgendwas Verwerfliches machen? Würde ich mein Geld illegal verdienen? Würde ich keine Steuern zahlen? Würde ich irgendjemandem was wegnehmen? Aber Bro, ich bin ein Junge, der zu Hause sitzt und seine Videos macht und vielleicht lass es Glück sein, lass es Schicksal sein, whatever, nennt es wie ihr möchtet, und dadurch Erfolg hat mit dem, was er macht. Warum haben diese Leute das Bedürfnis, mir ans Bein zu pissen? Ich check's nicht, Digga. Ich check's nicht. Egal, Jungs. Thema beendet. Ich hatte das nur den ganzen Tag über in mir drin. Ich hatte richtig Hass im Magen wegen diesem alten Mann. Scheiß drauf. Thema beendet jetzt. Ich musste das einmal loswerden. Ey, ihr Arme, ihr seid wie so meine Psychiater. Ich mach Stream an, dann kotze ich mich erstmal aus, dann geht's wieder.